Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Plug Inc. Heute spielen wir weiter, glaube ich. Nein, wir machen ein neues Spiel. Was ist das? Szenarien? Sanfte Hilfe? Nee. Spiel. Bakterie. Und mal. Für Neulinge. Wie heißt denn jetzt die Krankheit? So. Was? Nein, nicht Blume. Ja, Ebola. So, starten. Bitte warten, das Spiel wird geladen. Ja, ich warte gerne. Hauptsache, es geht schnell. Willkommen zu Plug Inc. Deine Wahlbakterie zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Berühre das Ausgangsland für deine Seuche. Wähle ein Land, um deine Suche zu beginnen, mit einem Klick auf einen Landesnamen und unten erhältst du deine weitere Informationen. Lass zur Bestätigung die Startblase platzen oder wähle ein anderes Land. Ja, okay. Oh, jetzt habe ich es aktiviert. Oh, Ebola befällt Australien. Ebola hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und an hohen Temperaturen gewöhnt. Oh. Einer infiziert. Kann ich hier. Hier kann man auch Sachen upgraden. Das hier ist mega gut. Das habe ich auch einmal. Oh, die Blau wurde erfolgreich weiterentwickelt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ich weiter vorlesen soll oder dann einfach nur. Oder einfach nur kurz da lassen und dass ihr es kurz pausieren könnt und dann angucken könnt oder lesen könnt. Ist immer nur noch einer. Oh, zwei. Einer. Tipp, was würde im echten Leben geschehen? Ich mache jetzt mal ein bisschen, also dieses Video tue ich dann einfach mal nicht vorlesen. Kommt drauf an, dann halt, wie ich gerade lustig lecker bin. Hier Symptome, Übertragung, Fähigkeit. So, ist immer nur noch einer. Was ist denn hier los, bitteschön? 3, 4. Nice, jetzt kann ich hier. 4, 3. Mega. Überempfindlichkeit, Abszesse, nice. Das ist ja mega gut schon mal. Oh, jetzt endlich mal zwei Infizierte. Und man. Was war das? Krass, man sieht hier sogar die zwei roten Punkte. Das heißt, wo die leben anscheinend. Was war das? Eine DNS-Blase für DNS-Punkte. So. Symptome. Haben wir das hier? Ja. Das hier ist Tumore. Habe ich jetzt. Ich habe Tödlichkeit. Krass. Und drei Leute schon infiziert. Nice. Das geht ja wie in der Achterbahn. Übertragen. Ja, das hier hört sich schon mal gut an. 9 Punkte brauche ich für die Luft. Ich guck mir jetzt mal von der Lautstärke, ob das so gut ist.
Ich mach mal hier lieber so. Hier, ah, das ist Zeitung. Chaos, alle Zwecke bei Konferenz über Zecken entkommt. In der Welt sind nur gestorben. Krass. Ist doch gut. Für mich aber nicht. Ich muss ja die komplette Welt befallen. Und ich glaube, die Welt traut um Hammabe. Was? Hammambe. Hammam, der zweitbeliebteste Gorilla der Welt. Krass. Ich bin mir sicher, irgendwann kann man, wenn infizierte Leute hier in Flugzeug einsteigen und dann, ja, ne, das weiß ich, dass dann irgendwann hier, wenn jemand in Australien Flugzeug einsteigt, jetzt sagen wir mal hier, was ist das hier, nach China fliegt, dann, dass dann in Australien, in China auch infiziert wird. Kann man hier oben? Ah, das gibt's auch. Krass. Jetzt kann ich das hier mit der Luft machen. Nice. Oh, jetzt läuft's. Jetzt läuft's wie Butter. DNS, ich brauche DNS. 5, 5, 7, 6. Übertragung, dann würde ich noch hier, was ist das hier? 11. Dann würde ich erstmal ein bisschen sparen für irgendetwas. Vielleicht dann für irgendwas dann. Kommt drauf an. Ja. Das ist dann mega gut. Mal sehen, was man jetzt machen kann. Hier Symptome. Das. Innere Blutungen. 15. Oh. Überempfindlichkeit. Und was ist das hier? Das, das und das. Okay, nur das und das. Fähigkeit. Oh. Übertragung. Kann ich hier noch nichts machen? Oh, Tipp, Länderinformationen. Da brauche ich eigentlich nicht, ne? Sieht so von der Grafik eigentlich ganz sick aus. Ne? Ist auch gratis, kann man gratis installieren. Oh, Ebola infiziert Hunderte. Ja, ne? Toll. Nice. Oh, ich habe 10, kann ich jetzt hier nice Wasser. Oh, das läuft jetzt sehr schön. Oh, so sieht anscheinend Ebola bei mir aus, oder was? Ansteckungsgefahr ist sehr hoch. Ich guck mal bei Symptome. Zur Übertragung. Mal sehen. Dann als nächstes für 11 das mit den Mücken nehmen. Ist eigentlich auch ganz schön sick. Boah, man sieht voll, es werden immer mehr rote Punkte. Ich frage mich, wenn dann komplett Australien befallen ist, wie sieht das denn dann bitte schön aus? Das ist ja mega krass dann. In Australien. Oh, nur noch 99% der Menschheit ist dort gesund. Oh, DNS, nice. Oh, Fest der Liebe in Australien. Oh,
Australien feiert das Fest der Liebe. Fans begrüßen der Ersatz für einen internationalen Tag. Es küssen Kritiker, stellen Hygienestandards zur Frage. Digga. Oh, 6000 gleich. Nice. In Ebola infiziert Tausende. Ebola hat Tausende in Australien infiziert. Die Menschen erkranken immer schneller. 7000 schon. 8000. 9000. 10.000. Krass, wie schnell das jetzt geht. Nur wegen dem Fest der Liebe, alter Vater. Bericht. Krass. Ist ja mega gut mal. Ich frag mich. Boah, schon 37.000. 40. Alter, das geht ja voll schnell einfach jetzt nur noch. Achso, mir fehlt ja noch eins. Dann kann ich nämlich das machen. Hallo? Ebola erreicht Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn du ein neues Land infiziert bist, zerplatzt die rote Blase für Bonus und DNS. Habe ich's doch gesagt. So ist es anscheinend. Man kann in Saudi-Arabien jetzt zum Beispiel was anderes anstecken. Nice. In Saudi-Arabien, wie viel da schon? 24. 71.000 oder 71. Wie viel gibt's da? Jo, in Saudi-Arabien sind wesentlich mehr Leute als dort. Oh, da fliegt gerade ein roter Flieger. Oh, krass. Tippe, berühre Infektionsblasen. Nice. Krass. Das wird ja besser. Oh, dieses rote Fahrzeug. Alter, das wird ja immer besser. Digga. Ebola infiziert weitere Länder. Das ist mir aufgefallen. Was? Saudi-Arabien. Chinatown. Südafrika. Madagaskar. Alter, wie viel? Boah, jetzt dort oben noch. Mittelamerika. Das Weltmenü enthält nützliche Daten. Alter, kriege ich jetzt viele Leute. Wie viel wurden auf der 1 Million Leute schon? Krass. Oh, da fliegt ein Flieger. Da war gerade ein Flieger. Was passiert da jetzt? Ach, das Land hatte ich schon angesteckt. Oh Junge, habe ich viel. So, hier. Warte mal. So schön. So, das hier. Genetische Veränderung. So, übertragen. Gut. Mega läuft es jetzt einfach. Es läuft ja mega gut. Schon 3 Millionen Leute. Ach du heilige Scheiße. Krass. Digga. Was? Ansteckender als Tuberkulose. Krass. Was? Heilmittel? Ebola wurde noch nicht entdeckt. Krass. Ich habe 1% der Erde schon infiziert. Boah, guckt euch mal Australien an. Damn, was ist das denn? Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Ja, ne? Alter. Boah, das wird ja immer roter. Überempfindlichkeitssymptome. Oh, die. Wie viele Leute? Oh, es gibt nicht mehr viele. Die armen Leute dort, Alter. Digga. Alter, das werden ja fast mehrere Länder, Alter. Wie vernetzt das jetzt auch aussieht, einfach. Digga, Russland. Junge, es reicht doch mal. Ich krieg grad die ganze Zeit in der Welt, habe ich so viel schon angesteckt. Alter Vater, da muss ich doch jetzt mal gleich was machen. Entzündung. Oh, scheiße.
Schlafstörung auf jeden Fall noch. Abszesse gleich dazu. Systematische Infektion. Krass. Damn. Wie Australien einfach schon aussieht. Und hier alles hat mit Saudi-Arabien angefangen. Erster Todesfall in Australien. Oh oh. Können die, haben die das jetzt entdeckt? In Saudi-Arabien sterben mehrere. Oh oh. Wie viele dort? Scheiße, warum sterben da so viele? Es sterben voll viele. Ansteckender als HIV. Keine Ahnung, was das ist, aber. Digga, warum sind das jetzt so viele? Zentralafrika, Australien schließt Landesgrenze. Warum? Ihr seid doch schon so gut. Australien startet Arbeit an Heilmittel. Nein! Ebola wurde entdeckt. Nein, jetzt muss ich mich richtig sputen. Scheiße. Jetzt muss ich hier richtig... Damn, was ist das? Oh, ich habe Türkei infiziert. Krass. Ich infiziere einfach so vieles. Oh, oh. Damn. Den S-Stämmen der Erreger wurde wieder zusammengeführt. Entwickelt. Dauert länger auf jeden Fall. Hauptsache, die tun nicht so schnell Heilmittel erfinden. Stecken da als gewöhnliche Grippe. Ja. Boah! Hier, was ist das? Der Erreger lässt sich im Labor nicht reproduzieren. Hier auf jeden Fall alles, was gegen die Heilmittelproduktion ist. Was ist das? Island? Ja, genau. Grönland sind null infiziert. Was war das? So, das war die Fliege oder das? Ja, er gibt neue Erregerstamm, der mehr Arbeit an der Entwicklung des Heilmittels erfordert. Ja, was ist das? Es gibt jetzt mehrere Erregerstämme, die die Arbeit für diese Entwicklung einiges Heilmittel benötigt wird, erhöht. Ja, alles, was hier erhöht wird, das brauche ich. Das ist gut. Alter Vater. Oh, was ist das? Was war das? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich das hier machen kann. Und damit habe ich, glaube ich, Genumbildung fertig. Angst lähmt Wirtschaft. Die Angst von Ebola führt zu Panik am globalen Wirtschaftsmarkt. Jegliche Wirtschaftstätigkeiten sowie für Handel über Länder, Luft und Wasser nehmen ab. Oh nein, hör doch auf, mach weiter, mach weiter. Bis hier. Finnland 0. Schweden 0. Und hier? Ebola. Anfällesymptom mutiert. Ebola hat das Anfällesymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Warte mal. Jetzt möchte ich mal hier gucken. Krass, Wahnsinn. Das Erregers. Muss ich hier noch irgendwas? Nee. Schwuppabuu. Was war das denn? Boah, Tippbekämpfung der Heilung.
Die Entwicklung des Heilmittels kann auf zwei Arten bekämpft werden. Entwickle aggressive Symptome, um Länder zu vernichten, auffälliger oder heilmittelresistent, subtiler. Ja, ich mach beides. Ist dann ausgeglichen. Auf jeden Fall Australien. Sorry, aber ihr seid zu 9. Alter, das ist ja komplett alles. Das ist alles. Das gibt, da gibt es keine Lebenden sozusagen mehr. Also Russland noch die Schranken auf. Ja, denen geht's gut. Ja, den. Was ist das? Oh, ich kann weiterentwickeln. Das hört sich gut an. Oh. Nice. Und was ist das? 21. Das hole ich mir dann auch. Krass. Boah, Deutschland. Gibt's dort dein? Deutschland ist am Arsch. Globale Forschung richtet Blicke auf Heilung. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung des Heilmittels für Ebola. Ja, und probiert es erst nicht. Ihr schafft es nicht. Nice. Es ist alles. Vereinigtes Königreich beginnt zu zerfallen. Im Alltagsleben vereinigt steht durch Ebola vor Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nun nur langsam. Wo ist denn das hier? Vereinigtes Königreich. Jo, das sind auch manche tot. Das mehr Tode als durch die Pest. Oh, snap. Neues. Ich tue hier, glaube ich, gerade alles zusammen entwickeln. Das gibt, wenn man nämlich hier bei Krankheit sieht, es ergibt hier so einen Kreis. Das ist mega krass. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, Hilfe! Oh, Spritze, ja, das nehme ich auch mal. Alter, die Welt sieht schon am Arsch aus. Mehr Tote als durch spanische Grippe. Krass. Marokko ist noch nicht ganz. Ebola tötet rasant die Menschen in Russland. Krass, sind es viele Leute, die jetzt einfach so getötet werden. Niesensymptom mutiert. Oh, wo ist das? Wird das mir angezeigt? Wäre schön, nämlich. Niesen mutiert. Ja, aber was ist, wo ist denn Niesen bitte? Also sorry, aber wo soll das jetzt bitte schön sein? Komm. Was ist das hier? Tut das irgendwas? Durchfall. Verdauungstrakt. Jo, was ist das denn? Lungenöden. Potenzialtödliche Herzstörung verursacht. Ja, 19 DNS brauche ich also. Was ist das? Wie viel habe ich befallen? 85% und nur 5% sind Heilmittel. Seuche bedroht Welt. Es werden immer mehr Rache, die ich befalle. Ebola auf Beobachtungsliste gesetzt. Oh, Ebola wurde im WHO Beobachtungs aufgenommen. Gefährlich eingestuft, Registrierung gewonnen und dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Oh nein. Oh oh. Jetzt kommt's dran. Island beim Heilmittelforschung führend. Oh nein, was machen? Was ist das? Was ist das? Die tun Heilmittel transportieren. Das sollen die doch aber nicht. 25%, oh nein. Das ist schlimm. Werden es aber mehrere Infizierte? Nee. Es werden weniger auf der Welt.
Symptomkombo Schnupfen und Durchfall verursachen. Krass, habe ich jetzt hier irgendwas gemacht? Ich brauche 19 DNA, aber es werden weniger. Es werden weniger. Wahrscheinlich, weil die alle sterben. Ist das möglich? Was ist das? Island. Junge, da muss mal was passieren in Island. Da muss es mal so richtig wumsen. Oh, sorry Leute. Ihr werdet sterben. Fieber. Okay, und was ist das? Ich guck mal, was hier das die meiste Ansteckgefahr macht. Ach so, ja, und hier hitzeresistent. 19. Ja, ich brauche 19 für hitzeresistent. Das nehme ich auch ein bisschen an hier. In Baltstaaten und Ukraine sind es noch nicht viele, aber es werden welche da sein. Die Infektion übernimmt die Röland. Alter, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Es kommt mir so als vor, als würde ich in Grönland starten müssen einfach. Grönland von betroffen Ebola hat es irgendwie geschafft, Grönland zu infizieren. Nice. Yes. So nennen. So sage ich. Ich sag einfach nur, Ebola ist in meiner Krankheit. Ich habe einfach 10 Leute dort infiziert. Heilmittel schon 40%. Erbrechensymptom mutiert. Ebola hat das Erbrechensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Jetzt wird es mir hier auch angezeigt? Nee. Das wird mir manchmal einfach nicht angezeigt. Wie komisch. Krankheit ist einfach schon übelst krank. Krass, Todesfall am Tag, 26 Millionen Leute am Tag sterben. Das ist mal krass. Nein. Hallo? Nein, ihr sollt nicht heilen. Ihr sollt einfach nur verrecken. Verreckt. Sorry. Yes, DNS-Punkte, gib die DNS-Punkte mir, für 16, da kann ich kälteresistent, 17, das dauert, das ist auch so ein Spiel, wo man richtig lang spielen muss, zum Beispiel die Aufnahme geht jetzt schon gleich eine halbe Stunde. Und das für ein Spiel. In Minecraft, wenn du da irgendwas spielst, dann ist es einfach so ganz schnell ratata. Und dann fertig. Oh, US-Präsident erkrankt. Trotz Zugriff auf die besten Medikamente ist der Präsident an Ebola erkrankt. Es ist abzuwarten, ob der Präsident an der Macht bleiben kann. Ja, ne? Dann bin ich ja nicht an der Macht. Würde ich mal sagen. Hä? Dann bin ich einfach mal an der Macht, ja, Macht, ja, Macht, ja. Ich bin gerade einfach so gut. Kolumbien in Anarchie verfallen. Die Armen. Die sterben gerade. Boah, Heilmittel zu 50% fertiggestellt, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Was ist das? Nein. Nein, danke. Heilung ist nicht da. Nein. Nope. Leider nicht. Nehme ich nicht an. Libyen. Alter, in manchen Teilen gibt es einfach nicht. Da ist so krass. Warte mal, Algerien, haben die da noch was offen? Ja, die Straßen haben die immer noch auf. Ich habe keine Ahnung, warum die Straßen noch aufhaben. Sind die komplett... Ja, in Australien werden es weniger... Ach so, Alter,
Gleich lebt niemand mehr in Australien. Ich hab's kapiert. Nope. Es werden weniger. Es werden überall weniger, dafür mehr Tode. Oh Gott. Projektil wirken Symptom-Kombo. Infizierte müssen husten und sich übergeben. Dadurch wirken sie eine Art Projektil hervor, das die Ansteckungsgefahr von Ebola erhöht. Haben die das hier jetzt einfach so selber? Ja, die haben das hier erbrechen. Nein, nicht Einstellung. Alter, die haben einfach so wenige Überlebende nur noch. Die sind alle auf Grönland. Die kleinen. Nee, ich brauche dieses 14er. Wir standen gerade in den Leichen. Vereinigtes Königreich verbrennt Leichen. Das ist ein bisschen krass. Und hier, Island. Wie viel haben die da denn noch? Wie viel? So viele Leute haben die da noch gesund. Ja, dann heißt das. Das ist ja noch alles Paletti. Hier, weil da halt niemand mehr infiziert wird einfach. Doch, aber halt langsam. 15, mir fehlen noch 4. 16, danke. Kann ich endlich? Jo, 16. Nice. Bräuchte ich 22. Oh, Australien. Die Leute sind bald alle tot. Komm, jetzt beachten wir mal Grönland. Jetzt geht's in Grönland ab. Australien. Oh nein, die Armen. Oh oh. Oh oh. Oh. 99%. Australien, oh nein. Ich habe halt komplett Australien zersägt, Alter. Auseinandergenommen. Schnell hier, nein. Gucken. Jo, hier, Australien. Schnell weiter gucken. Das werden immer mehrere. Nein, warum? Tut mir leid. Aber das Spiel will es so. Ich tue euch zerstören. Ich habe die neue Pest, die tut alles vernichten. Wie tödlich. Ansteckungsgefahr und Schwere. Alter, ist es hoch. Aber Tödlichkeit. Oh, in Grönland wird es jetzt richtig krass. Puh. Oh nein. Oh oh. Oh je. Yeah. Jetzt wird's krass. Gleich sind die alle verreckt. Oh oh. Oh nein. Nein. 99% nur noch so ein ganz mini Pupsi-Balken. Oh nein, 5000, 4000, 4000, 4,2, 4, 0, 3, 2, 2. Oh oh. Oh oh. Ein. Die gesamte Menschheit ist infiziert. 900. Es werden mehr. Oh oh. Ich habe komplett Australien zerstört. Es sind 100% der Leute tot. Sind tot. Jetzt möchte ich aber eine Sache. Stopp. Welt. Alle sind verreckt. Nur 96% der Menschheit ist tot. Jetzt. 27 immer noch. Alter. Ach du heilige Scheiße. Ich tue hier einfach mit Ebola die komplette Menschheit weggerocken. Es gibt keine gesunden Menschen mehr. Iran erlaubt Experimente an Menschen. Gott. Es gibt keine gesunden Menschen mehr einfach. Russland ist bald auch verreckt. Alle Flughäfen, wir sind gecancelt. Es
möchte ich mal Island. So, da gibt es auch keine gesunden Menschen mehr. Errichte Unfallkliniken. Ach du heiliges Stück Scheiße. Grönland schließt alle öffentlichen Gebäude. Oh nein. Iran ruft Ausnahmezustand aus. Es gibt keine gesunden Leute mehr einfach. Es sind bald Menschen bald ausgelöscht. Alter. Erst in 13 Jahren werden Heilmittel verfügbar. Und es sind halt einfach fast alle tot. Guck mal, es werden so rasant schnell weniger. Es bringt nichts. Regierung von Philippinen ist gescheitert. Hier, guck mal. Alles. Die sind alles verreckt. Neuseeland, alles ist tot. Ich brauche jetzt eigentlich nichts mehr mal machen. Ich gucke jetzt einfach, kann ich hier noch irgendwas aktualisieren? Was ist das denn? Schwitzen. Braucht keiner. Hier Übertragung. Ich tue noch das hier. Schafe. Mäh. So. Jetzt sehen wir, wie die Welt stirbt. Ich tue mal das hier, dieses Heilflugzeug nicht zerstören. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Es hat nichts gebracht, oder? Nein. Menschheit bald ausgelöscht. Heilen. Daten. Krankheitsverlauf. Heilungsverlauf. Die kommen einfach nicht drauf klar. Oh nein. Boah, dieses Video geht bald eine Stunde schon. Daraus könnte ich ja einfach wieder ein Stundenvideo machen einfach. Ja, stimmt. Wäre doch eigentlich geil. Aber es ist halt auf jeden Fall nur noch krass, weil man sieht, die Menschheit geht drastisch runter. Und ich frage mich jetzt, ob man, wenn man jetzt gewinnt, ob man dann jetzt einen neuen Spielmodi freischaltet. Das wäre mega cool. Wandelnde Tote, Symptomkombo, Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde umherzuwandeln. Wissenschaftler, die an einem Heilmittel für Ebola arbeiten, sind weniger produktiv. Hier, Junge, ist es schon seit, keine Ahnung wie viele Stunden, 61%, aber es bringt halt einfach nichts. Es gibt niemanden mehr, der gesund ist. Es könnte vielleicht ein gesunder Mensch aushalten, aber da ist, nee, es bringt nichts mehr. Ich lasse jetzt einfach alle Heilflugzeuge mal in Ruhe. Weil, was wollen die jetzt bitte schön noch machen? Es ist nicht möglich. Nicht möglich mehr, es so auszuhalten. Es ist, jedes Land hat gescheitert. Sie haben es verkackt. Sie haben es verkackt. Sie haben diese Krankheit zu spät gefunden. Das ist viel zu gut, die Krankheit. Einfach viel zu krank. Und ich würde damit sagen, ich tue dann noch ein kleines Video nächstes Mal machen. Das war's und ciao!